räume das morgen auf, okay? Ich habe in der Klinik einen Patienten. David, 15 Jahre alt. Herzfehler seit der Geburt. Ich möchte, dass du Zeit mit ihm verbringst. Soll das ein Witz sein? Kümmer dich um ihn, sonst bleibt der Geldhahn zu. Kenn seine Mutter. Was machen Sie beruflich? Im Moment gerade nicht so viel. Das ist David. Hallo. Bist du spät? Bis zum Abschluss müssen wir alle zur Schule. Aber doch nicht, wenn man eh nicht alt wird. Wer hat sich denn den Kack ausgedacht? Und ich kann da wirklich alles draufschreiben? Schreib von mir aus den Flug ins Weltall rein. Und das machst du da mit mir? Nee. Wieso stellt dieser Typ Eimer in einen Aufzug? Der meint, David simuliert. Simuliert? Hä? Haben Sie den Eimer da in den Aufzug? Ey, ihr Arschlöcher! Runter von meinem Auto! Hast du das gelernt? Waldorfschule. Ich auch so einen. Ich auch. Keine Aufregung. Alle 30 Minuten SMS mit Bild. Die ganze Schiefe. David? Scheiße! Sauerstoff. Du bist ignorant, schusselig und egoman. Das ist das Beste, was einem todkranken Kind passieren kann. Man muss nicht jede Frau gleich heiraten, nur weil man sie mag. Doch, man muss ihr zeigen, dass man sie toll findet. Weil wenn du es jetzt nicht machst, dann kann es sein, dass du es nie mehr machen kannst. Mann, siehst du scheiße aus. Du auch. Brüder für immer. Brüder für immer. Er hat niemanden, der für ihn weint, wenn er stirbt. Das kann ich mir vorstellen. Siki Müller. Ich hörte, Sie werden diese Woche entlassen. Kommt gerade frisch aus dem Knast. Und hat jetzt nur ein Ziel. Wo ist die Kohle? Hab ich vergraben. Aber da gibt es leider ein winziges Problem. Also ich stand da neulich noch nicht. Wieso vergräbst du das scheiß Geld denn bitte auf einer Baustelle? Ja, ich dachte, die verlegen da bloß so Rohre. Und? Ich suche einen Heizungskeller und grab mich ran ans Geld. Eine super Lösung. Universalschlüssel bekomme ich dann auch als Lehrer, oder? Sie sind nicht verbeamtet, nehme ich an, ne? Nee, ich schon. Ich arbeite ja morgen. Aushilfslehrer. Ach, wir arbeiten auch hier. Mein Beileid. Wegen dem Lehrerplan. Können wir uns da mal treffen, ein bisschen austauschen und so? Wegen des Lehrplans? Ja, hab ich doch gesagt. Sie sind ein Brudermann! Der nackt mich nicht an hier. Wo ist das Klassenbuch? Am Schrank. Sie Silvester! Ich will, dass diese Klasse unter Kontrolle gebracht wird. Und jetzt hat das deutsche Bildungssystem... Unterricht hat angefangen! Ein Problem mehr. Mach deinen Job. Ich kann Frau Gerst auch sagen, dass du nur Filme guckst und die Kindern Angst machst. Ey, wie soll ich die zum Lesen kriegen? Die sind geisteskrank. Wieso hast du eine Tüte auf dem Kopf? Und gehen wir Händler? Geh Fantasialand. Boah, bitte nicht wieder KZ. Presse jetzt! Heute waren wir auf einem Ausflug. Ey, bitte nicht aufhängen, Hamela, bitte. Dann müsstest du aber in die Theater AG. Okay, Mann. Aber lassen die scheiß Brustwarze in Ruhe. Julia, sofort zu, wir ficken! Zack, zack, zeig mal Möpse! Wir schreiben das um, das wird cool. Von den Machern von Türkisch für Anfänger kommt die geilste Doppelstunde deines Lebens. Deine Schülerin weint. Chantal. Ja? Heu leise. Fuck you, Goethe. Weiter rechts. Wir machen jetzt. Ja. Sind Sie Lehrer? Ab 7.11. nur im Kino. Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Collini als Pflichtverteidiger beigeordnet. Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt? Wie lange sind Sie jetzt Rechtsanwalt? Seit knapp 3 Monaten. Du hast einen großen Auftritt vor dir. Nicht zu übertreiben, meine ich. Immerhin hat Hans Meyer umgebracht. Was? Mattinger, ich pflege mich ganz gerne nach der Gegenseite zu erkundigen. Ich bin in dieser Familie groß geworden. Hans Meyer war sowas wie ein Vater für mich. Ich verteidige den Mörder von Hans. Du bist doch einer von uns. Du kannst so jemanden nicht verteidigen. Ich habe die Pflichtverteidigung angenommen. So einfach komme ich da nicht mehr raus. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Collini dazu, dass er gesteht. Herr Collini, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Wussten Sie überhaupt, wer er war? Ich weiß, wer er war.
neuen Erkenntnisse ihren Trumpf im Ärmel. Lassen Sie es, mein Junge. Sie haben Angst, dass ich die Rolle nicht einnehme, die Sie für mich vorgesehen haben. Ich bringe das morgen vor Gericht. Tu es nicht. Wollen Sie gleich in Ihrem ersten Prozess alle Regeln außer Kraft setzen? Hat er dir geraten, wieder was mit mir anzufangen? Es war damals eine andere Zeit. War es gerecht? Wogegen soll man eigentlich heutzutage rebellieren? Die Leute sehnen sich nach was Großem, nach einer Idee. Und wenn die kommt, machen alle mit. Ihr seid also der Meinung, dass eine Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja? Auf keinen Fall, dazu sind wir viel zu aufgeklärt. Spürt ihr das? Das ist die Kraft der Gemeinschaft! Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. Wir feiern heute eine kleine Strandparty. Kommst du mit? Wir? Du meinst Werdemitglieder. Das ist unser Zeichen. Wie eine Welle werden wir die ganze Stadt überrollen. Was hast du eigentlich gegen die Welle? Mensch, Marco, mach doch mal die Augen auf. Die Welle entwickelt sich zu einer echt komischen Sache. Was machen Sie da? Herr Kohlhage, glauben Sie mir. Sie sollten mal sehen, wie die Schüler aus sich rauskommen. Die sind wirklich hochmotiviert. Wie kommt ihr dazu, unser Zeichen zu versprühen? Keine Ahnung, wovon du redest, du Stricher. Renn um dein Leben oder ich blass dir dein Hirn weg. Nimm die Pistole runter. Tim. Du hast die ganze Sache nicht mehr unter Kontrolle. Überhaupt nicht mehr. Frau Wenger, Sie können ja jetzt nicht rein. Sag mal, spinnst du? Frau Wenger, es geht nicht. Du genießt es, wie sie dich vergöttern, in deinen Unterrichtsströmen, die an den Lippen hängen. Der will euch alle manipulieren. Du musst es abbrechen. Sofort. Sag du mir nicht, was ich machen soll, okay? Ich wollte schon immer ein Superheld sein. Aber wenn ich gewusst hätte, wie all das ausgehen wird, wäre ich ein Niemand geblieben. Ein Bruch beim Bundesnachrichtendienst. Bekannte Hackergruppe Clay bekannte sich zu der Tat. BND galt bisher das als nicht hackbar. Das konfrontiert den BND mit dem womöglich größten Skandal seiner Geschichte. Aber ich bin kein Niemand mehr. Ich bin einer der meistgesuchten Hacker der Welt. Das war nicht immer so. Paradise Pizza. Ich war ein Nichts, bis ich Max traf. Warum bist du hier? Computerkram. Hört schon was vor? Du kannst Maschinensprache lesen. Das war die Geburtsstunde von etwas Großem. Unsere erste gemeinsame Aktion war ein kleiner Gruß an die Pharmaindustrie. Wir brauchen Namen. Wir müssen groß werden. Wie wär's denn mit Clay? Wir hackten alles, was wir in die Finger bekamen. Superhelden brauchen ein Superheldenauto. Die Jungs sind wie Windows. Das dauert, bis sie hochfahren. Je dreister wir waren, desto mehr konnten wir erreichen. Aber im Netz ist man nie allein. Sie nennen sich Friends. Sie waren unsere größte Konkurrenz. Nach neuestem Ermittlungsstand scheint mindestens einer der Friends aus Berlin zu operieren. Den Wichser machen wir fertig. Jetzt machen wir eine Aktion, die alles stoppt. Der BND. Heute früh wurde die Leiche eines Hackers aufgefunden. Neben der Leiche wurde das entwendete Datenmaterial des BND-Hacks gefunden. Hast du irgendwelche Daten mitgehen lassen? Ich hab's den Friends geschickt. Friends ist Teil der Russian Cybermafia. Was? Ich wollte euch beweisen! Wir sprechen hier von organisiertem Verbrechen. Jetzt glauben alle da draußen, dass wir das waren. Sie wissen, wer ich bin. Who am I?
System ist sicher. Sicherheit. Alle wollen Sicherheit. Ab 25. September im Kino.